Fanny Stavoram zurück in Assassin's Creed Valhalla und ich spiele den DLC Dawn of Ragnarök. Und ich habe jetzt hier die Mission Kalte Glut, wo ich jetzt einen Mörder suchen soll und das Ziel befindet sich sozusagen direkt vor meinen Augen. Leider ist es schon ausgeblendet, aber wie gesagt, ich drehe meine Maus nochmal um dieses Gebiet. Und wir legen los und schauen uns an, was uns diese Mission hier bringt. Breite deine Flügel aus. So, und da haben wir also einiges, was wir abgrasen können. Ich markiere mir mal einmal glühende Füße. Habe ich noch nicht, passt sich gut. Habe jetzt auch drei Sachen freigeschaltet, nämlich 5, 6 und 7. Somit habe ich noch eine zusätzliche Kampfmöglichkeit. Dieser Ort wird gut bewacht. Okay, ein zweiteiliger Schlüssel. Nice. Ich hab natürlich wieder mehr. So, den nehmen wir jetzt mit. Sogar ein Feuerfall. Nice. Halt raus hier und ich bin gleich tot. Ha. Und ich muss einmal die 7 drücken. So. Ich habe die 7 gedrückt. Na super. Aber mich interessiert eigentlich viel mehr, warum die immer wieder wiederbelebt werden. Ist jetzt endgültig tot. Okay, gibt es noch eine coole Rüstung? Was ist das?
keine Zeit. Schlüssel, also muss ich drei Leute killen. Lama Gaul!
meinem Ruf stand. Ja, deswegen. Lass nicht da! Kein Grab hält meinem Ruf stand. Das Blut soll fließen. Kommt von den Seiten! Wir schüren das Feuer! Haltet mir den Rücken frei! Endlich geklärt. Da gibt es ja so etwas wie einen Kleriker, der die immer wieder belebt. Ich tippe mal. Da haben wir dann. Okay, also Problem erkannt. Puh, interessante neue Gegnerklasse. Der Schuldige sucht nach einem Eis und einem Feuerriesen, um sein Werk zu vollenden. Ein Feuerriese, der seinesgleichen tötet. Der schuldige Albenrun entziffert. Es geht um das Binden der mächtigsten Hukir. Schriftstücke über das Ritual. Es wird des Nachts durchgeführt. Es geht vor allem um etwas namens Hugakehr. Mein Albisch ist etwas eingerostet. Geistgefäß, glaube ich. Ist es dieser Gegenstand aus dem Gewölbe? Von Zinmara. Das Ganze wird wohl streng geheim gehalten. Nur sie und Zurt wissen davon. Okay. Wie soll ich da hinkommen? Hm.
Hier gibt es ja oben ein Dachfenster. Auf jeden Fall sehe ich hier nichts. Okay. Keine weitere Tür. Nicht durch. Ah, das sieht aus, als könnte es da etwas geben. Ein Loch, ein Rätsel. Keine Ahnung, wie man da hochkommt. Ach nein. Der rote Weg ist vorgezeichnet. Ist nicht euer Ernst. Na gut. Ist es auf jeden Fall. Ritualstätte. Du bist wirklich leichtfüßig, Acer. Verfolgst du mich jetzt? Du bist recht nützlich geworden, Arse. Hab Dank für das Öffnen des Gewölbes. Nun sag mir, was ist dort geschehen? Ich folge der Spur des Gestanks. Genau wie du. Verrätst du mir vielleicht, wieso? Vor Tagen beorderte Sinmara meine besten Krieger zum Gewölbe, ohne es für nötig zu halten, mir Bescheid zu geben. Seitdem habe ich nichts von ihnen gehört. Zumindest zielt dein Argwohn in die richtige Richtung. Wessen Behausung ist das hier? Er nennt sich Calder. Ein Meister der Zauberei, die auch Seda genannt wird. Dies ist der Ort, an dem er seine Kunst ausübt. Was er da auch tut, Seda ist es nicht. Zumindest keine Form, die mir bekannt ist. Er benutzt etwas, das Hugakir heißt. Es ist Teil eines tödlichen Rituals. Und dieser Raum sagt mir, dass sich die Toten weiter anhäufen werden. Zwerge, Jötna, Mospels Volk. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wie auch. Deine Stiefmutter verachtet dich und misstraut dir. Dein Vater nur Letzteres. Bisher. Doch ihre vergifteten Worte könnten bald dafür sorgen, dass er dich ebenso hasst, wie sie es tut. All das ist eine Lüge.
Ein unredlicher Versuch, mich gegen sie aufzuhetzen. Sieh dir den Dreck doch selbst an. Eine andere Wahrheit wirst du dort nicht finden. Wo willst du hin? Dem Hugakehr nach. Was es auch ist, dein Vater braucht es. Das könnte das einzige Druckmittel sein, um meinen Sohn zurückzubekommen. Calder hatte einen von Wasser umgebenen Ort im Nordosten auf der Karte vermerkt. Wenn er dort ein weiteres Ritual plant, kann ich vielleicht dadurch verstehen, welchen Wert dieser Hugakehr hat. Okay, Nordosten. Alles klar. Das passt sich. Da gibt es noch was, ich abgrasen muss. Naja, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Mission wieder. Ich mache mal jetzt die ganzen Zeichen mal aus und sage, have fun, euer Avoram. Bis demnächst hier auf meinem Kanal, und da liegt noch einiges in Arbeit. Mal gucken, was ich davon die nächsten Tage machen werde. Ciao, ciao.